Und ich mache einmal zum Probieren. Eine Schon und Schon, das ist ja gut, das geht ja richtig los heute. Die haben ja gesagt, ich bin echt schon dran. Also liebe Konstanzer, der Andreas und ich wollen jetzt einfach mal sagen, auf unsere Konstanzer Fasnacht, ein dreifaches Holo, Holo, Holo. Und zum Wohl natürlich, weil wir nicht nur den Wasser sehen, ich bin gleich schon aus. Oh, bitte! Andi, aufs Telefon, können wir was abnehmen? Jedes Mal! Ich bin nicht hey, voll! Moment! Ich höre euch, der Axel! Moment, wen wollen Sie haben? Sonja Schreckleiter, Moment! Nein, leider, gerade Moment, leider verbinde, warten Sie mal ganz kurz! Ja, alles gut, Sonja Schreckleiter, ich bin auf dem Kopf! Alles gut! Also, vorne läuft noch nichts! Ich glaube, wir haben ein bisschen Verspätung. Doch, ich sehe die ersten Fahnenschwinger. Es geht los, es geht los. Der Umzug läuft. Ja, so, wir haben es ja gerade gesagt, angeführt wird dieses Jahr der Umzug von den Trommler und Fahnenschwinger der Freien Konstanzer Plätze. Und ihr seht ja, vorne weg als erstes läuft die Fahne der Gemeinschaft der Konstanzer Fanfare zu. Hinter war natürlich unsere berühmte Konstanzer Fahne. Machst du da was anderes? Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Natürlich, Entschuldigung. Die Vereinigung der Maskentragenden zünfte natürlich. Yes, ist gut. So, als nächstes kommen unsere Konstanzer Nachtwächter. Das wäre ganz wunderschön, ich muss mir eine Bombe in den Arm drücken. Das geht ja hier ratzi-fatzi. Ja, das ist ein Ruckzuck, das sind schon die Nächsten da. Die wollen mal den Retext. Genau, unsere wollen mal den Retext. Vorne dran laufen, stimmt's? Da haben wir das Kreuzarbeiten. Habe ich falsch gesagt? Nein, aber richtig gesagt, das Kreuzarbeiten. Dann kommen die ganzen wollen mal den Retext. Da haben wir den Hexenmeister. Und hoho! Hoho! Und dieses Jahr Jubiläum, 40 Jahre haben wir auf dem Buckel. Und eine riesen Truppe, wie ihr seht. Wahnsinnig, da macht doch Fahrtag richtig Spaß. Der Kunderbrauer sind sie 1980. Ein tolles Race, eine tolle Hexenmaske. Und die sind an der Fahrtag normalerweise total fit bis zum Dienstag oben. Ein Honorhoher voll. Honorhoher Riesenhexe. Das ist doch eine riesen Meute, wenn ich richtig orientiert bin oder informiert, sind es im Moment 96 Päste. Das sind diese Wildsteine und eben dieser Keiler, kennt ja denke ich jeder. Und was ich total toll finde, ist, dass die diese Saublader, also eine Schweineblase, mit an ihrem Stecker tragen. Das ist ja eine riesen Meute, die Keiler. Also, die Zahl hat sich mit Sicherheit erhöht. Die 40 Mitglieder, die glaubt, das stimmt nicht mehr. Das heißt nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Also, wenn du da durchzählst, Wahnsinn. Wissen wir mal unsere Statutenbrucharbeiten für nächstes Jahr. Hey, euer Keiler! Hat er da noch nichts geschwimmert? Also, ich hatte, da muss ich mir noch ein bisschen mehr geben. Du hast das Stimme, Andi. So, dann nächste Servo. Eine super Zunft aus dem Konstanzer Vorladen von der Insel. Es sind 336 Mitglieder, die Eichenauer Brunnene. Brunnene, Brunnene, von der Insel. Brunnene, Brunnene, Brunnene. So, und das jetzt jeder, was ein Hundel ist. Ein Hundel ist der kleinste Fisch, wo im Bodensee schwimmt. Und auch eine wunderschöne Holzmaske, ein Fleckle-Häs
Die Holzmaske ist aus Kinderholz und Spitz von Spitzer Völkle, der damals die ganze alte Kundermaske macht. Eine grandiose Leistung. Und ich jetzt hören uns genial. Das Schöne ist, es sind alle so Wohlfäder. Jeder macht sein Hess selber. Die Maske besteht aus Pappmaché, ist mir gesagt worden, glaube ich. Gell? Das Ganze nimmt in sehr aufwendiger Airbrush-Technik an, wenn euch das anschaut. Sie sind schon hochpaffiert. Wüste Sirke halt. Aber sieht grandios aus. Ja, es sieht total toll aus. Wunderbar, ihr Sirke. Und jetzt kommt sie schon vor uns in Knie an, die da haben. Das ist ja gut. Hey, solange es ein Lied ist, die richtig gestaltet. Oh, na wo, ihr Sirke. Oh, na wo. So, und hinten haben wir jetzt gerade eine tolle Gruppe. Die Heißgruppe gegründet war 1995. Die Alabung aus Dingelsdorf. Der Alabung ist eine ganz frecke Möwe, die auf dem Bodensee kreist. Und der Lauf ist ein flüssiger Sport vom Tellerglow. Die Maske ist genauso wie die meisten Masken, die dabei sind, sogar aus Rinderholz gestickt. Und sind tolle Arbeiter. Honoro. Wir sehen auch manchmal schon eine Umweltverschmutzung, wenn es so richtig anruft und die sammeln auf. Die sammeln den Dreck auf, Andi, oder? Man kann schon leere Cola-Büchse in der Wurst, gell? Und sonst steht das Lumpenzeug im Unrat, was die Bursche so im See findet. Jesus! Honoro! So, als nächstes kommt dann die nächste Gruppe. Das ist die Ulrichsried-Hexe, auch aus Konstanz. Eigentlich sind sie aus Konstanz. Wollmerdinger, läuft einfach weiter. Da gibt es immer lecker Biberle. Und ich weiß genau, da ist meine Tantaschenliebe dabei. Und das passt. Ich wünsche dir was, eine schöne Passnacht. Läuft einfach weiter, beschenken wir sie jetzt zur Zierde. Der Gründerchor sind sie 1994 und sind jetzt über 45 Heißträger. Ja, das ist auch so eine Gruppe, die wächst ohne wo. Ohne große Werbung zu machen, läuft das immer alleine. Und ich denke, das ist Konstanzer Fasnacht. Und da sind schon die nächsten unterwegs, die Konstanzer Altstadthexe, gründet 1994 mit dem Zunftmeister Jürgen Krill. Die sind voll dabei an der Konstanzer Fasnacht. Ohne wo. Sie machen Action pur, Action pur. Und jetzt habe ich einen Nachruf von Ihnen gehört, ihr wisst doch schon, wo Sie nachhören. Es ist verrückt. Wir müssen hier schwätzen, schlimmer wie Dieter Thomas Heck an, die, gell? Ja. Weil hier kommt die nächste Gruppe, unsere Konstanzer Fichtle. Gegründet 1951, Mitglieder 52. Und was ich alles Schöne finde, die sehen dann einfach aus wie so ja, typische Konstanzer Fichtle halt. Ja. Da sind sie ab und zu in den Nasenbohrer. Weil wir sind alle Fichte. Ein tolles, rechtes Zinsmann, finde ich natürlich ganz super. Wir sind alle hinten, so ein Honoro. Der Nachhinein-Dorf vom Seppiler, der 1951 der erste Nassengruppe gegründet hat in Konstanz. Honoro! Eigentlich war ja die Fichte, man denkt, dass die Elferheit von den Elefanten auf Fasnacht gehen können, ohne Bann. Aber die Fichte sind euch selbstständig und sind ein Riesenverein, Honoro! So, jetzt gehen wir noch raus aus Konstanz und zwar als nächstes kommt die Morschra aus Dedingen.
auch einen Riesenverein. Wir haben noch eine Zusatzkompetenz für die Grenze. Die Armleuchter laufen vorne weg. Die kam mit Lampe. Laufen einfach weiter. Jungs, wenn er auf den Zulaufen, ja, den kommen wir gleich in die Runde. Hallo! Das Schöne ist bei denen, dieser Bändel, ich danke schön, merci. Dieser Bändel, der macht eine Riesensauerei, wenn du einen Lodermantel hast. Den hast du verloren, ich hab keinen Lodermantel an, Gott sei Dank. Die Sauerei kriegst du nie wieder raus. Also nach den Dingen, heute wünschen wir wunderschöne Fahrten. Und euch gleich dunkel und steht die paar Tage vor euch, jetzt legen wir rum. Jetzt geht's dagegen. Thank you.
Wir können den Leuten schon mal zwei Jahre hochgehen. So, dann auf den Rücken rein von Hofer. Hollo! Ich muss erst mal auf die Konfetti los, weil ich allein fange. Da waren noch die Eier dabei. Der Eier ist genommen, der Kuckuck. Oder die Messer! Oder die Messer! Oder die Messer!
So, Andi, bist du alle drauf, wenn du kurz umbringen? Ja. Und jetzt kommen schon die Fahrer aus dem Paradies. Gründet 1980, über 100 Hefträger. Die scheine Pappmaché-Maske, die sie selber kreiert haben. Die Ohrmaske ist auch schon wieder. Im Moment ist Schulzmeister seit Kuller in Holland. Das ist ein cooler Haufen. Wir haben da eine riesen Gruppe. Oh no. Wahnsinn. Und die Kinder zeigen uns diese Zeit. Wie viel? Okay, also bei mir im Rahmen steht, Fahrer ca. 100 Mitglieder. Ich denke, ich würde ein paar Stunden kommen. Hier in den Bewerbung. Wie ihr seht, ist so. Ich würde hier nicht aufhören. Axel, ja, eine Frage aus der Publikum. Ja, ich und fahre jetzt ein paar Schuhe nach oben und ein paar Schuhe zu dir. Also zu mir hat es recht. Oh, da oh. So, als nächste Gruppe begrüßen wir hier natürlich unsere Hauptstadt Verteufel, die dieses Jahr auch Jubiläum hat. Weiter, ganz gründlich weiter, Leute. Wir gehen euch einfach nur ein bisschen weg von Andreas und ich. Ja, eine auch total tolle Gruppe mit einem Blöcken. Wir sehen uns, dass diese Blöcke in einer Flammeform sind. Die Leute, wo der Präsident nicht gemacht ist, die Leute, die schon mal eine ganz gute Zusammenkunft und eine Partie mit uns. Das war einfach toll. Weil das ist ja diese Geschichte, dass man auch miteinander was nach feiern kann und auch noch Spaß haben kann. Aber natürlich auch schon die nächste Aktion planen. Oh, no.
hier die Gerache von Wollmerdinger. Ja, was du darstellst, sieht man eigentlich ganz klar an der Giraffe. Auch eine Zwischenzeit, eine riesige Gruppe gerade. Wir dürfen ganz locker weiterlaufen. Wir schauen auf heute ein bisschen mehr in die Welt. Die Bühne 2006 aus dem Nagelverein Nagel Gesellschaft. Die Giraffe von Wollmerdinger. Maske ist aus Linderholz. So, und jetzt anschließend kommen wir den Song von Chanter Seewölbe, der den letzten Jahr erstes Mal zum 40-jährigen Jubiläum gratulieren. Jawohl, herzlichen Glückwunsch an Seewölbe zum 40. Geburtstag. Grandios, der tolle Maske vom Team auf Roma auf die Erdstadt bekommen. Ein tolles Recht, das haben ihre Helfer gemacht und der Mann hat gereicht. Eine wahnsinnig tolle Sache, dass er dort zu Weg gebracht hat. Und ein toller Hörer. Liebe Kinder, kommt ihr alle bitte 3 Schritte zurück, jetzt. Hallo, alle 3 Schritte zurück, meine Gruppe wollen hier durchlaufen. Und dann geht eure Funktionen können genauso. Hallo! Und da kommt keiner mehr vor. Dankeschön. So, unsere Altmannschaften haben so eine Erzählung und andere sind sogar da. Da ist jetzt schon mal auch vom Anfang die Wendiger, die jedes Jahr neue Maske spielt. Und auch von Anfang an, wenn Düsseldorf dabei ist, ein grandioser Tag, das würde 3 Minuten zu sehen. Ich bin Spaß, die Erzählung. Genau, ich muss mal drüber reden. Die Erzählung. Schutzausrüstung brauchen. Aber nächstes Mal ist es da.
Und ich habe die Frage, ob wir das nächste Woche mal machen. Aber wir haben noch mal eine kleine Frage. Also ich werde mal aufgehalten mit Angst. So, dann kommt der historische Frage, der kommt schon von der Tür über den Zweifel, der kommt von der Tür. Ohne euer Wettbewerb. Thank you.
Ich habe euch schlimm, wenn ich weitermache. Ja, mach mal den schön im Glaugele. Oh, ja, klar.
Geschichte sind die Kontrollkontrolle mit ihrem Präsidenten Stoff. Ohne euer Kontrollkontrolle sind in der Zwischenzeit circa 50 Mitglieder. Da sind die Schöne, sind ich diese Schere. Das Feld hat bei mir, die wir dann ausgestattet. Hat funktioniert, sieht gut aus. Und ruckzuck, also wir können einmal weiterlaufen. Und ruckzuck hast du neue Hut. Das ist total toll. Das heißt, dass wenn irgendwo einen Geldbeutel findet, der ist klasse. Hallo, euer Tolle. Und der erste Präsident von der Geigerfühle bei mir steht, der Szene. So, mit alles an die Bundespublikum gefragt. Wie das Publikum voll aus Vater einstellen ist. Und fragt sich an den Konstanten Partner. Hallo. Was sagst du? Ja, natürlich schon lang. Ja, ihr seht auch eine riesen Gruppe. Ja, das ist jedes Jahr mehr. Beständig, das sind die hübschen Frauen von Konkurrenz bei der Kohle. Aber jetzt ist das so, die ganze Zeit die Töpfe hier nicht. Ja, die kennen sie halt, oder? Ja, die sind aber ganz tolle Fassnacht mitgekommen. Da kommen sie auf uns zu, die Eko und Nische. Eine Nazi-Gruppe gegründet und gemacht 2005. Sind im Moment gerade 35 Mitglieder. Und treiben ihren Schabernack vom nächsten Jahr in die Stadt. Präsidentin ist im Moment im Magen, so viele Weiße schon. Ich glaube. Wo steckt sie denn? Weiße Größe. Ja, ja, sind da keine Interessen. Unser Präsident, eure Präsidentin, keine Ahnung. Und wir haben ein tolles Mitglied dabei. Ein Mitglied von denen heißt Kretzele und das hat was wahnsinnig. Ohne Rolle, schwer zum Finden. Also wer unter dem Jahr mal einen findet zum Waldwichtel,
Der kann sich dann bei mir melden und dann kriegt einen Sonderpreis. Ich glaube, das ist ein bisschen scheu, wie ich das so. Wir werden nicht mehr wollen. Genau. Ein bisschen scheu, aber schießt er jetzt hier aus. Bonaro! 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 So. Jawohl, Andi, hast du gerade Kundschaft, oder was? Nein, ja, ich war gerade bei neuen Mädel. Bonaro! So, das ist Marie, gerade nochmal. Das ist eine befreundete Lagerverein und Lagergesellschaft. Das weißt du mal. Bonaro, Kostenbergler! Bonaro, Kostenbergler! Und die habe ich so. 2015 haben sie eine Maskengruppe gegründet, und zwar die Kostenbergler. So sah jetzt hier aus. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Sind in der Zwischenzeit 23 Mitglieder und sind einfach ja, wie ein Vorstützwerk. So soll ich es einfach darstellen. Also Axel, was aber wahnsinnig schön ist, was mich jetzt riesig freut, die Fahne, wo sie auf der Schuhe war vom Fürstenberger, genau, von meinem Vater damals in Rio, wo okay, der Fürstenberger geschenkt hat. Okay. Eine so coole Sache, danke, dass du das dabei hast. Schön. Hallo. Hallo, der Fürstenberger. Und irgendwo ist auch noch der Mario dabei, ich weiß nicht, wo er ist. Hallo. Entschuldigung, das ist gut. Danke. Genau. Und wir sehen nicht, das ist schon mal egal. Das ist immer schön. Ach so. Genau. Was uns sozusagen bleibt, wir wünschen euch ein ganz, ganz...